Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Total War Warhammer. Ja, wir sind immer noch bei Clan Angrund und nachdem die letzten beiden Videos so ungünstig spontan geendet sind, habe ich mal den Einstellungen des Aufnahmes Players gespielt und hoffe, dass ich das diesmal richtig zu Ende bringen kann. Was letztens wohl nicht mehr ganz zu sehen war, war, dass ich quasi diese Siedlung hier noch eingenommen habe und der Kollege hier quasi ein bisschen dabei ist abzuhauen, was leider sehr schade ist, denn im Buch der Krolle bringt er uns 16 Punkte. Und ja, das nächste Ziel, was wir haben, ist Karak-8-Gipfel zu erobern. Und wie wir sehen, ist das aktuell quasi nicht möglich. Allerdings, die beiden Sachen brauchen wir, damit wir unsere Kroll-Sachen langsam wieder runterbekommen, denn der Malus ist leider schon auf Maximum. Okay, versuchen wir das mal. Allerdings sind erstmal die Gegner dran. Oh, nähert er sich gerade mir? Da müsste ich ungefähr stehen. Na komm, lade mal, damit wir vorwärts kommen. Ah, und die sind da oben sogar, okay. Ja, noch ein Kroll. Und er plündert tatsächlich bei mir. Ohne Kommandant? Okay, das kann nicht ganz stimmen, dann muss das der Kommandant sein. Gut, muss ich das hier leider unbewacht zurücklassen und versuchen, schnell dahin zu kommen. Wir sehen, das ist wohl nicht so einfach. Wie käme ich am schnellsten dahin? Wahrscheinlich wirklich so. Da lasse ich die beiden Sachen tatsächlich so, wie sie sind. Die werden wir nicht halten können. Okay, ihr habt einen Überschuss. Den behalte ich aber erstmal da. Und hier belagern wir weiter. Sachen sind gebaut worden, die Jagdhütte. Ja gut, das werden wir nicht lange halten können. Gut, das Geld nehmen wir mit, aber ansonsten versuchen wir uns erstmal dahin zurückzuziehen. Ah, schön, die Menschen stehen auch bei denen und machen denen ein paar Probleme. Vielleicht haben wir ja Glücken, die müssen sich zurückziehen. Hallo Ostland. Ja, lasst uns Freunde sein. Ostland, Talebakenland erklären den Krieg. Gut. Karak, Ziflin und Marienburg. Ich bin ein Zwerg, ich gehöre zu euch. Jetzt sind wir auch so an den Punkt des Spiels gekommen, wo es kompliziert wird. Weil man quasi an allen Stellen irgendwie kämpfen muss. Natürlich nicht an allen Stellen sein kann. Ja, ich weiß, er plündert immer noch. Aber das können wir jetzt nicht verhindern. So, am schnellsten kommen wir trotzdem noch über den Pfad, denke ich. Puh, ihr könnt sogar viel plündern. Ich glaube nicht, dass ich die mit denen packe. Obwohl, es ist kein großer Unterschied. Eine Einheit. Und dabei habe ich noch Legendäre dabei. Könnte machbar sein. Ich habe nicht zufällig. Ah ja, klar. Ich bin ja in der Marschstellung, kann ich eh nicht rekrutieren. Ihr habt die Wachkammer fertig. Das ist sehr schön. So. Er ist schon sehr geschwächt. Theoretisch müsste ich die Belagerung aufgeben, um den Groll aufrecht, also um den Groll mindern zu können. Aber das Problem ist, ich will auch natürlich gerne hier Schwarzfels haben. Guck mal, wie weit ist es denn? Ja, das nehmen wir uns.
Genau, und besetzen die Sache auch. Je, mehr Führerschaft. Silber und der Vergeltung, was macht das? Selbst 40 Meter, ein bisschen Angriffsbonus, ist ganz okay. Nicht weltbewegend, aber okay. Ha, und Schwarzfels ist eine Hauptstadt. Versuchen wir die doch mal direkt zu schützen. Hauptstädte sind ja was Tolles. Okay, das macht wieder Wachstum. Markt. Gildenhalle der Goldschmiede. Ja, das könnten ja quasi dann sowas wie Minen sein. Okay, müssen wir dann mal sehen. Obwohl, die eine können wir ja bauen. Achso, ha, dazu reicht das Geld nicht. Die könnten wir bauen, wenn wir das Geld hätten, was wir nicht haben. Na gut. Läuft aktuell alles ein bisschen chaotisch. Aber wir werden das schon irgendwie packen. Sowieso seltsam, was sich hier alles so rumtummelt. Die Krolle brauche ich quasi jetzt eigentlich keine Sorgen auch mehr zu machen. Die sind jetzt schon so hoch, der Malus. Ob minus 30 oder minus 50 spielt dann auch keine Rolle mehr. Wäre natürlich schön, wenn wir die wegkriegen. Aber man kann ja leider nicht alles haben. Ja, ihr seid auch sehr aktiv, wie ich sehe. Was seid ihr eigentlich nochmal genau? Das seid ihr nicht. Mauern beschädigen, kritisch gescheitert. Sehr schön. So, wollen wir mehr Führerschaft oder mehr Rekruten? Ja, ich werde jetzt nicht viel rekrutieren. Daher nehmen wir Führerschaft. Am besten hierhin. Denkt dran, Leute, ich vertraue euch. Blamiert mich nicht. So, Schwarzfels. Da dürfen die in Einzug nicht hinkommen. Allerdings können wir hier auch in Einzug nichts. Eigentlich sollte ich euch ja bekommen. Euch hier sowieso noch nicht, das ist zu früh. Jetzt sind wir mal tapfer. Der Arme, der wird hier durch die Gegend gescheucht. So, das baut ihr. Euch haben wir auch schon gerückt. Huch. Ist die Frage, ob ich die reinsetzen kann, während die belagern. Ansonsten muss ich nämlich den ganzen Berg drum rumlatschen. Ich habe so das Gefühl, das wird wohl leider auch so sein. Aber okay, wenn alles sofort klappen würde, wäre es ja auch keine Herausforderung. Das Strategiespiel wäre kein Strategiespiel, sondern man könnte genauso gut würfeln. Okay, das ist etwas vereinfacht. Schenke ich euch... Was? Meine Chancen sollen so gut sein? Also, was heißt gut, aber... Ja, trotzdem, das kann ich unmöglich gewinnen. Gehört euch. Ah, ihr habt nur gebrandschatzt. Schlimm genug. Okay. Okay. Die Krolle, unglaublich. So, mal sehen, ob das ginge. Habe ich mir gedacht. Die Sache ist die, ich kann jetzt zwar mit dem Tunnel dahin, aber wenn die mich angreifen und ich verliere, ist alles weg. Aber wir versuchen es trotzdem. Jetzt eigentlich die interessante Frage, kannst du zufällig jetzt das rekrutieren? Okay, die sind alle raus, klar. Nee, das nicht. Okay, Weltereignisse.
Wie sieht's hier hinten aus? Könntest du Schwarzfels erobern? Garnison auf Stufe 2, noch keine. Ja, das könnte er wirklich sogar packen. Mit euch bin ich noch gar nicht im Krieg. Oh, okay, sorry. Das war mir nicht bekannt, sonst hätte ich das ja nicht gemacht. Ach so. Bringt ja doch nichts, sie zu reparieren. Nein, wollen wir nicht. Gut, dann machen wir es so, aber dann repariere ich sie trotzdem nicht. Sowieso eine komische Sache, warum man das machen sollte. Immerhin gibt man dafür Geld aus und kriegt aber nichts. Alle plündern sie in der Gegend rum. Ah, aufständige Vampire, okay. Hier sieht man auch schon, wenn das Chaos oder die Vampire sich ausbreiten, verändert sich auch die Vegetation dementsprechend. Also ernsthaft, der mag mich nicht. Ha! Klar fangen wir euch ab. Die haben jetzt versucht zu tunneln und sie haben es nicht geschafft. Darum, danke für die Armee, nehmen wir uns gern. Führerschaft oder Geld? Ist nicht so viel Geld. Hier hast du Schussresistenz, obwohl du brauchst sie weniger. Wer bist du? Okay. Ich weiß, ihr plündert alle und seid alle böse mit mir. Naja, wenigstens etwas bekommen. Entsendet einen Tyne-Held in die folgende Provinz. Viel zu weit dafür. Davon hat doch keiner was. So. Und euch will ich eigentlich nicht einfach so davonziehen lassen. Euch versuchen wir mal zu holen. So, noch ein bisschen mehr Forschung, sehr schön. Feindliche Belagerung hat wurde aufgehoben, auch schön. Haben wir gerade gemacht. Das Tor ist fertig, okay. Seid wenigstens ein bisschen geschützt. Hoffe ich. Okay, die Steuern können wir uns leider nicht leisten. So, was hätten wir denn hier? Einkommen, Salzminenfärbereien. Ja, machen wir erstmal die Richtung. Okay. Den haben wir gerückt, den haben wir gerückt. 15 minus. Instabilität mindert sich mit der Zeit. Gebäude minus 5 Verwüstung. Ja, okay. Wir reparieren es ja. Ihr habt echt sehr viel Schaden angerichtet. Wenn ich das mal bemerken darf. Ihr solltet euch schämen. Okay. Ja, bei euch. Rüstung 15, Nahkampf 27, allerdings Gift. Ich behaupte, ihr schafft die. Ihr müsst die schaffen. Ihr habt gar keine Wahl. Sehr schön. Achso, warte mal, was macht der Banner? Führerschaft dazu, das könnt ihr gut gebrauchen. So, das müsste eigentlich automatisch super laufen. Genau. Ja, ein bisschen was für die Schatzkammer. Na, kommen wir nochmal ran, damit wir nochmal hauen zu können. Sehr schön. Holen wir auch noch den Rest. Gut.
Gut, haben wir den ein bisschen geärgert und den Tag uns versüßt. So, wunderbar. Was war starrsinnig? Führerschaftsbonus, okay. Noch nicht die Höchstpriorität. Okay, du hast quasi denselben Pfad. Ah. Alles nicht so prall. Okay. Aber jetzt wollen sie es alle wissen. Oh, die Noskar sehen jetzt richtig schön aus. Gefällt mir. Vorher war so ein Wappen, nenne ich es mal, blau mit weißem Schiff drauf. Ähnlich so wie die Flagge hier, halt nur mit einem Schiff. Fand ich jetzt nicht so toll. Aber das gefällt mir. Das erinnert dann auch wirklich an die Wikinger, die sie darstellen sollen. Ach. Die wollen tunneln. Lasch aber nicht zu. Stirbt. Nach und nach holen wir euch alle. So. Heilung brauche ich nicht, den geht ziemlich gut. Warum magst du grün heute? Schäm dich. Ja, der Kroll hat nicht viel gebracht. Ah, das Banner, okay. Bisschen Einkommen, kann alles nicht schaden. Ah, und das hier ist eine wahre Goldgrube, okay. Was seid ihr denn eigentlich? Irgendwelche Aufständigen? Rotzähne. Seid nicht mein Primärziel. Er steht aber quasi im Weg. Es ist nicht klug. So, ist hier irgendwas dabei? Nein, nein, nein. Okay. Noch nicht, später vielleicht. Brauche ich nicht, noch nicht. Nein, nein. Ach, Wunschmiede sind nicht so meins. Hier ist drei Runenfertigkeiten. Was haben wir hier? Fähigkeit stark gegen 50 Manneinheit oder mehr. Muss man auch erstmal überlegen. Okay, Nahkampfangriff plus 6. Ah, hier kommen wir langsam in eine Richtung, die mich interessiert. Energie ist erfällig. Okay, das ist das nächstbeste. So, jetzt kommen wir hier langsam wieder hin, wo wir hinwollen. Reduktion von Korruption. Und dann machen wir danach eine Drill Sergeant. So, Logistika war nicht sinnvoll. Nö. Nö, okay. Okay, du darfst den oberen Pfad endlich eingehen. Einer meiner liebsten Pfade. Obwohl, stimmt nicht. Prospektor bringt uns mehr Handelsgüter. Wie? Ich kann dich dabei nicht angreifen, komm. Ich habe einen Call gegen dich. Na gut. Können wir nichts machen. Du? Gehst erstmal hier hin. Heiz ein bisschen. Wow. Ich sagte zwar ein bisschen, ich hätte es aber nicht so wörtlich gemeint. Ah, der Dunghaufen ist abgerissen worden. Alter, haben die quasi in meine Stadt gekackt. Minus 7. Oh je. Dann muss ich ja erstmal dahin dann gleich rücken, nur um das wieder aufrechtzuerhalten. Ihr macht es mir wirklich nicht leicht. Na gut. Klar, der haut ab. Ist auch das einzig Sinnvollste, was man machen kann, wenn der Gegner zu stark ist. Sieht momentan alles mehr oder weniger gleichberechtigt aus. Erstaunlich finde ich nur,
dass die menschliche Hauptfraktion, die Grünen, heute so zurückdrängt. Kann mir auch nicht schaden. Ah, was haben wir? Diplomatische Beziehungen mit Wiesenland? Wo ist der Nachteil? Gerne. So, Bevölkerungsüberschuss 4, darauf haben wir gewartet. Jetzt brauchen wir nur das Geld. 4.320. Ah ja, weil er in der Stadt ist, wahrscheinlich ein bisschen billiger. Wir müssen dich sowieso erstmal heilen lassen. Wenigstens noch eine Runde. Okay. Swiften wir mal hier rüber. Ja. Kümmern hier uns erstmal um die Ordnung. So, das sollte jetzt aber okay gehen. Ja, 0. Ach, minus 1. Diese unangenehme Krolle. Das hätte ich beinahe ein schlimmes Wort gesagt. Das ist natürlich jetzt echt schlecht. Wenn ich die Steuern hier wegnehme. Oh, ja, das wird teuer. Na gut. Ich muss mal kurz schauen. Wie sieht es denn allgemein aus? Das sind Fraktionen. Nee, es geht nur um meine eigenen. War das das Banner? Ja. Steigt, sinkt, steigt von was Schlechten. Schwarzes Gebirge sinkt. Dabei sind die Steuern hier auch schon runter. Fraktion Korruption. Vampirkorruption. Ja, weil klar, Vampir umgelatscht ist. Ach. Alles so unangenehm bei euch. Mensch, Isabella, du hast dich aber ausgebreitet. Erstaunlich, dass die Menschen das zugelassen haben. Normalerweise läuft das bei denen nicht so ab. Was macht Chimpunchante? Oh je. Da muss ich dich zum Eid zwingen. Ich kann mir keine Negativordnung leisten. Okay, das ist fertig gebaut. Das kann ich noch nicht sinnvoll verwerten. Wir sparen ja eh. Wenn ich meine Armee rausnehme irgendwann. Schwierigkeitsstufe, Technologie, Charakter, Fraktion. Ja, ich muss die Kolle irgendwann mal loswerden. Ich weiß noch nicht so wie. Okay, was wir als erst machen, da es ihnen jetzt einigermaßen besser geht, versuchen wir erstmal die Krimfeste hier zu erobern. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht erwähnt, aber wenn die Ordnung auf minus 100 sinkt, kommen Aufständische. Die sehen am Anfang ganz klein aus, man denkt schon, okay, aber die werden sehr schnell groß und eigentlich fast dann schon übermächtig. Ach, sind wir hier bei 2 gelandet. Was würde das denn bringen? Einkommen, Wachstum, mehr Bauplätze, aber nicht mehr Ordnung. Schade. Das bringt mich allerdings auf eine Idee. Gibt es denn nicht einen Erlass? Hier brauche ich nicht, aber allgemein gibt es, glaube ich, auch einen Erlass. Wir können ja mal schauen, der mir ein bisschen Ordnung einbringt. Ja, auf den werde ich dann wohl umswitchen. Bei den anderen Sachen, wo ich es mir leisten kann. Nein, nicht zentrieren. Ja, rübergehen. Problem, ich habe, glaube ich, fast nichts. Okay, hier oben. Da kann ich umstellen, problemlos, das geht. Das machen wir jetzt auch mal. Ja,
Hier müssen wir so lange drin bleiben, bis es alleine wieder positiv wird. Da kommen wir leider nicht dran vorbei. So, und hier brauchen wir wie viel? 4, 3, 2, 0. Okay. Total War passt wirklich, was die sich bekriegen. Ah ja, die ersten Tiermenschen sind kaputt. Ich habe neue Regimentssöldner. Das heißt, dass einer aufgelevelt ist. Okay, wir zahlen diesmal den Tribut. Dann kriegen wir wenigstens Ordnung dazu. Kann ich mir zwar jetzt noch nicht das Gebäude leisten, aber da warte ich halt eine Runde. So. Mir wurde erzählt, du hättest gelevelt. Dann machen wir erstmal das hier. Deine Aura bringt uns ein paar Boni. So. Oh, seid ihr echt raus? Die Gelegenheit muss ich nutzen. So. Okay. Jetzt müsste ich ja alles langsam momentan stabilisieren. Die Goldmine ist fertig, nehme ich jetzt einfach nur mal zur Kenntnis. Das haben wir gemacht. Das hier wird von den Menschen erobert. Dauert noch ein paar Züge, aber bis dahin sind wir Verbündete. Da brauche ich mir keinen Gedanken machen. Solltet ihr trotzdem schaffen. Genau. Immer schön die Wirtschaft schwächen. Schuppenrüstung kennen wir schon. Level Up kennen wir zwar auch, machen wir aber gerne. Ja, ich muss bis hinterkommen, okay. Und wir bauen hier auch nichts, wir sind immer noch im Sparmodus. Am besten bleiben wir auch mal beim Blick hier, weil ich nicht weiß, die sind da runtergelaufen. Ich hoffe mal, dass sie jetzt nicht zurückkommen. Das stimmt. Wenn der die erobert, dann laufen die ja ganz ohne Siedlung rum. Auch ein großer Nachteil, wenn man gar keine Siedlung mehr hat. Aber nach einer Armee ist man zwar noch im Spiel. Allerdings ist das einer der Gründe für Verschleiß, also dass die HP permanent abnehmen. Aufgabe erteilt. Besiegen wir eine Armee von Belger Eisenhahn, 5 Armeen oder Garnison folgender Rassen grün heute. Okay. Der ist wirklich bis da runtergelaufen. Okay. Echt? Du kommst da nicht in Einzug ran, sehe ich das komplett richtig? So, am nächsten Zug dann. Boah, Wahnsinn. Dass er dann nur so einen kleinen Pipselschritt laufen konnte, hätte ich nicht gedacht. Ja, ihr sorgt noch ein bisschen für Ordnung. Ich weiß, das mit den Steuern wird nichts. Bei meiner Hauptstadt klappt es ja wenigstens mit Steuern, ne? Genau. Da habe ich allerdings auch ein Bierfestchen. So. Generiert Einkommen und mehr Bauplätze. Okay, das wollten wir. Ja, jetzt ziehen sie sich auch langsam zurück. Sie merken, dass sie ein Problem sonst kriegen. Ihr werdet doch nicht mit den Goblins zusammenarbeiten wollen. Wer kämpft denn? Okay. Ich bleibe meinem Verbündeten treu.
Grünhäute ausgelöscht? Ja, damit ist der Groll auch weg, weil es gibt kein Grünhäute, die ich besiegen kann. Yay, yay. Ach, ist das schön, so wie jetzt hier. Clan-Ärger, wo? Gebäude, das. Okay. Ja, nicht alle Events sind gut. Machen wir erstmal Forschung. Brauereien und Edelsteinsachen. Brauerei habe ich auf jeden Fall. Nehmen wir also die Richtung. Durch die Armee 9. Allerdings brauchst du noch ein bisschen Heilung, was man dir auch nicht vorwerfen kann. Du hast viel geleistet. Dann sparen wir jetzt 4. Braucht er. In 5 Runden. Ja, da kämen wir doch ungefähr dahin. Das sparen wir. Ach, ihr habt das erobert. Schade eigentlich. Hätte ich auch gebraucht, aber na gut. Boah, cool. Können wir direkt, was macht das? -4 Führerschaft. Ah, für alle Gegner, die drumherum stehen. So. Okay. Dankeschön. Damit sind die Schädelsammler auch hin. Sehr gut. Und wir haben eine ganze Siedlungskette. Stimmt gar nicht. Dokkaraz fehlt. Das holen wir uns gleich als nächstes. So. Ich habe leider nicht genug Geld. Ich würde euch aber ansonsten verstärken. Glaubt mir. Wir brauchen echt unbedingt dieses eine Gebirge da unten. Habt ihr aufgehört zu belagern? Oder sehe ich es gerade noch nicht? Bitte habt nicht aufgehört. Ich habe mich darauf verlassen, dass... Naja, ihr meine Gegner ärgert. Wow. So vernichtend. Großherden, wo? Unangenehm. Geht da weg. Ihr seid aber andere, oder? Aber ich müsste euch... Ihr seid auch... Ihr seid auch Ochsenthaler Armee. Haarknoten. Haarknoten. Das gehört euch, das gehört euch. Folgender Vorschlag. Ihr lasst mich in Ruhe, ich lasse euch in Ruhe. Ja, Schorfaugen. Ja, so schon heißt. So, weg damit. So, jetzt haben wir die gesamte Provinz. Yay. Wow, okay. Führerschaft +10 und Aura +30% ist geil. Hier verstärkt die Ordnung. Gut, da ich mit euch durch die Gen ziehe, wird das eher nicht vorteilhaft sein, aber egal. Was macht das? Geschossschaden für Grenzläufer. Das ist nur ein Einheitentyp. Für Zwergenkrieger und Bergwerker. Bei Unterirdischen. Das bringt mir auch nicht viel. Und halt für Grenzläufer. Munition für Eisendrachenkanonen, Flammkanonen und Orgelkanonen. Werde ich eigentlich mal haben wollen. Okay, die beiden Sachen finde ich interessant, deswegen bewegen wir uns in die Richtung. Wir müssen uns nur überlegen. Das. Weniger Vitalitätsverlust ist wunderbar. Teilen sie länger aus. Hier machen wir noch, dass ein bisschen Ordnung kommt. Und rechnen uns das kurz mal aus. So, -14. 10 müssen wir wegnehmen. Sind bei -4 trotz allem. Was? Wenn ich schon Ereignisse und Fraktionen zusammenzähle, komme ich auf 10. Okay.
Ach so, ergibt plus 6, minus 40, 18 aktuell, okay. So, Militärpräsenz bringt nur 5, das heißt, wir haben automatisch jetzt schon plus 6, 1. Okay, für Steuern reicht es nicht ganz, aber wir wollen uns nicht beschweren. So, genau, bei dir wollen wir auch auf den rechten Pfad. Bei dir wollen wir hier noch lang. So. So, das brauchen wir bei dir nicht, weiß ich noch. Genau, wir machten ja noch Handel mit dir. So, jetzt ist nur die Frage aller Fragen und zwei Bevölkerungsüberschuss. Wir könnten konjunktiv das ausbauen. Aber wir können auch hier sparen. Da das auch eine wichtige Gebäudekette hier freischaltet, sparen wir hier rauf. Ja, zur Not gebe ich das hier dann auf, wenn die hochkommen. Nee, die möchte ich garantiert nicht abfangen. Ah, das Problem ist, die können mich eventuell abfangen. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Kann man, wenn man im Tunnelnetz ist, einen anderen, der tunnelt, abfangen? Ich glaube, die Erfahrung werde ich gleich machen. Ich kann euch nicht standhalten. Das müssen wir klipp und klar sagen. Und ich komme nicht raus anders. Ich versuch's jetzt mal. Okay. Das ging. Hier, Krimfeste gehört euch. Oh, ihr habt echt aufgehört zu belagern. Ihr Doofies. Ich überlege, ob es Sinn macht, hier hinzuziehen. Die haben so viel Militär und auch stark. Da kann ich allein eigentlich gar nichts ausrichten. Mit den Weißen Orks mich anzulegen, scheint mir jetzt nicht zwingend sinnvoll. Allerdings, vielleicht hat der Interesse, sich anzuschließen. Dann haben wir eine gute Position zum Kämpfen. Nee, du bist das nicht. Du bist das. So. Holla. Ja, die beiden Sachen da unten schenke ich euch. Minus 3? Ah. Nein, meinetwegen. Allerdings kann ich jetzt das machen. Eisenfelsen, Karakdon. Karakazul, Eisenfelsen. Ah ja, klar, das war die eine, die da noch fehlte. Jetzt komme ich leider trotzdem nicht so recht vorwärts, muss ich gestehen. Ah, Moment. Ich habe meines Erachtens doch die Fähigkeit ausgebaut, dass ich, clever wie ich bin, auch gegen eine Einzelarmee ziehen kann. Ah, da krieg ich voll Luste. Das hilft mir also nicht. Dann müssen wir uns tunnelnd fortbewegen. Ja. Der Unterhalt, der kostet mich jetzt Kopf und Kragen. Ich werde den nächsten Zug auflösen, indem ich angreife und einfach draufgehen lasse. Glaubt mir, die Gebäude müssen nicht repariert werden. Das ist zu teuer. Ja, gehört euch.
Das Wichtige ist eigentlich bei Total War zu wissen, welche Position man halten muss, welche man halten kann und welche man nicht halten kann. Und das ist eigentlich eine der großen Künste. Ja, komm, komm, schenk mir dein Geld. Oh, echt mit solchen Konditionen? Ich meine, klar, du bist mir im massiven Vorteil, aber so viel? Komm, bist du mir raus, komm. Ja, jetzt sind sie schon gegen mich. Schade. Genau. Schlechte Nachrichten, mein Herr. Es verbreitet sich die Kunde von einer dunklen Macht, Ah, jetzt kommt das Chaos. die sich in der Wüste erhebt. Die Armeen des Chaos machen mobil. Gewiss suchen sie die Welt der Sterblichen zu überfallen. Befestigt eure Verteidigungen. Denn die Mächte des Chaos sind blutrünstig und grausam. Das hängt nicht miteinander zusammen, oder? Genau, Chaos kommt. Weiß ich. Tut mir leid. Das auch. Ah. Kann ich dich weg? Hey, normalerweise sollte ich dein Gesicht da oben nicht mehr sehen. Nein. Nein. Alles dasselbe, schade. Du, ich will dich nicht sehen. Ja, egal. Jetzt muss ich wohl mit ihm leben, weil wegen dem Kollegen neu starten möchte ich nicht. So, die Haarknoten haben mir den Krieg erklärt. Das ist eigentlich schlecht, weil das versaut mir meine Strategie. Okay, wie weit kämen wir denn mit dir? Sowieso nicht bis dahin. Ihr kostet mich zu viel Geld. Darum opfern wir euch. Das Beste habe ich jetzt nicht zu bieten. Ach, du rennst aber gleich weg. Wetten wir? Nein, schön. Meins. Nee, stopp. So. Kann ich noch umswitchen? Ja? Nice. Toll. Besser gelaufen als gedacht. Den darf ich nicht aufgeben. Leute, macht mal Halbplan. Wie lange hält das noch? 4 Runden? Uff. Ihr seid ganz schön teure Freunde, das muss ich mal sagen. Ist der nächste Zug fertig? Ja, dann warte ich am besten noch. Nein, müssen nicht. Die verlieren wir doch eh gleich, Freunde. Ja, wie ihr merkt, jetzt ist so diese Mid-Game-Phase, wo es wirklich schleppen wird. Und ist auch mehr oder weniger Zufall. Also es hätte auch sein können, dass die sich hier nicht stark ausbauen könnten oder so. Ja, komm, laufen wir mal hin und her. Jetzt rennen wir hinterher bestimmt. Genau. So, und jetzt. Ich wollte eigentlich, dass sie ganz drauf gehen. Okay, gut. Wie kriege ich euch klein? Boah, ich habe überall Feinde. Okay, Marienburg ist weg.
sieht die Armee des Kommandanten. Wenigstens sind wir wieder ein Plus, das ist mir schon viel wert. Es klingt bei dir immer so, als wenn man das nicht wollte. Die Sache ist die, das ist alles gut gesichert hier. Das ist auf Stufe 4 schon. Da brauche ich 2 volle Armeen, damit ich da eine Chance habe. Und dann ist auch wirklich nur eine Chance garantiert. Ist es nicht. So, ihr holt euch aber nicht lang. Das verspreche ich. Sun Tzu hat ja auch was sehr Schönes geschrieben. Das ist ja mein liebster Stratege. Und er schrieb, die Chance zu siegen gibt uns nur der Gegner. Wir haben nur die Chance, nicht zu verlieren. Und hat er auch insofern recht, weil wir können nur dafür sorgen, was wir machen. Manchmal müssen wir einfach darauf hoffen, dass der Gegner einen entscheidenden Fehler macht. Genau das tue ich jetzt gerade. Ich hoffe, dass unser Gegner einen Fehler macht. Ach, bin bei 4 Gold. Lustig. Okay. Nein. Winterzahn, auch schön. Ach, jetzt wollte ich die einzelnen Sachen holen. Ist halt die Sache, man kann nicht überall gleichzeitig sein. Man müsste, aber man kann nicht. Ist der Falsche. Entweder Führerschaft minus Ordnung oder genau, wir brauchen Ordnung. Ernsthaft, ihr seid mal schon ein bisschen anstrengend. Ganz, ganz ein klein wenig. Huch, das war ein Stückchen zu weit. Wow. Ihr habt aber gut gekämpft. So. Du bist aufgelevelt. Das nutzen wir auch mal aus. Du kannst auch jetzt auch Blitzschlachten führen. So, und hier haben wir gesagt, genau, auf das wollte ich verzichten. Aber worauf ich nicht verzichten wollte, war auf die besseren Katapulte. Jetzt muss ich mich fragen, will ich lieber die besseren Katapulte oder meine Stadt sichern? Ich denke, sie ist noch nicht in akuter Gefahr. Deswegen nehmen wir erstmal die besseren Katapulte. Sparen also auf 3600. Was ist das? Was braucht ihr dafür? Auch eine Waffenkammer. Okay, gut. Ach, ihr nervt. Wie gesagt, ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Kümmern wir uns erstmal um euch. Herbei. So. Dann machen wir dann einen Bogen zurück. Einfach nur die Armeen erstmal dezimieren. Die kleinen Siege lasse ich stehen gerne. Ich muss nur meine großen Festen halten. So, taktisches Geschick. Nee, Bockigkeit. Genau. Ihr heilt sowieso, weil ihr euch eh nicht bewegen könnt. Mal schauen, wie ihr hier weiter verfahrt. Ach, ihr alle wollt das Beste, mein Geld. Ich habe eine Siedlung verloren? Egal. Und wir setzen folgende Siedlung. Ach so, die, ja, das ist okay. Danke, Korruption brauchen wir nicht.
Ah, da sollten wir mal schauen, ob jetzt hier genug Korruption entgegenwirkt. Strebt zu 9,1. Tja, da muss ich wohl auf meine verbesserten Steuereinnahmen verzichten. Schade. Boah, ihr gebt mir eigentlich die Möglichkeit, hier was zu bewegen. Mit dir sind wir auch im Krieg. Ich mache dir hier mal in der Gegend rum am besten. Ach, das wird da schlechtes Gelände. Allerdings bis hierhin kann ich problemlos. Und das soll doch erstmal reichen. So, hier holen wir noch zum Rundumschlag aus. So, 3600, das nächste ist dann 5400, okay. Schade, nicht schon wieder Belagerung abgebrochen, aber ist eigentlich auch sinnvoll gewesen. Ernsthaft stehen meine Chancen so schlecht? Ich kann es mir kaum vorstellen. Rüstung 50, Nahkampf 38. Rüstung 95, Nahkampf nur 30. Und ihr? Ernsthaft, das möchte ich gerne mal führen. Das sieht schaffbar aus. So, letztens hat er bei der Schlacht sehr lang geladen. Jetzt treten 12 Einheiten auf das Schlachtfeld. Ich hoffe, das geht mal schneller. Ja, das Gemeine ist wahrscheinlich der Anführer, der. Am Anfang sind die alle sehr, sehr stark verhältnismäßig. Der wird zu viel ausmachen. Ich habe jetzt zwar schon im Kopf so ein bisschen Strategie, was ich mache, aber kann sein, dass das nicht funktioniert. Allerdings, wenn die ihre Kräfte verteilen, schwächen sie damit ihre Hauptabwehr bei ihrer Hauptstadt, wo ich gerne hin möchte. Allerdings dürfte dann gar keine einzelne Gruppe drinne sein. Und wir warten und warten. Stell ich mir mal so vor, da sitzt er jetzt so wirklich live, ein Zeichner, der hat die Meldung bekommen, oh, der hat auf Kampf geklickt, das macht ja fast keiner. Der sitzt jetzt schnell da und zeichnet alles. Und das ist dann quasi der Ladebalken. Ich freue mich auch total, wenn jetzt der zweite Teil rauskommt. Das wird Wahnsinn, wenn die jetzt alles zusammenführen. Vor allem, es gibt ja schon 4 Fraktionen, die versprochen sind und rauskommen werden. Zum den jetzigen Zeitpunkt ist der Stand. Hochelfen, Dunkelelfen, dann bin ich nicht richtig sicher, wie der Name ist. Ich glaube, nee, das kann nicht sein. Ich dachte, was mit S. Auf jeden Fall eine Art Rattenvolk und ein Echsenvolk. Und ich habe mich auch mal an das Warhammer-Universum belesen. Warhammer ist nicht so ganz mein Fall, aber das Universum dahinter finde ich extrem interessant. Und dieses Rattenvolk ist ja quasi ein unterirdisches Netz von Spionen, Attentätern, Räubern. Also sie sind ja quasi auf der gesamten Karte vertreten. Und ich frage mich, wie sie das bei Total War Warhammer rüberbringen wollen. Entweder vereinfacht man es und sagt, ja okay, die kriegen wie alle Völker irgendeinen Klecks hier auf der Erde und von da aus starten die. Wäre wahrscheinlich die Variante, die ich auch machen würde, weil
Das ist sehr einfach zu implementieren. Das andere, von dem ich gar nicht weiß, ob das überhaupt möglich wäre zu implementieren, wäre, dass man wirklich versucht, sich genau an dieses System aus dem Universum zu halten und quasi eine Art unterirdische Karte mitmacht, durch die sich bewegen können. Allerdings würde das dann eine riesige Karte sein. Das wäre jetzt ja quasi die Karte plus nochmal eine große Karte und dann nochmal das alles unterirdisch. Ha, Vorhutstellung. Wunderbar, brauchen wir nicht. Ganz wichtig nur, du bist mein Anführer. Du musst leider ein bisschen abseits stehen. Die greifen mich an. Deswegen haben wir irgendwo eine erhöhte Position, dass wir einen minimalen Vorteil haben. Ja, hier vielleicht. Ah, jetzt können die sich genauso gut auch dahinter verstecken. Ja, okay, eine wirklich vorteilhafte Position kriege ich hier nicht hin. So. Hier steht man dahinter. Hier auch. Ja, und mein Anführer steht noch ein ganzes Stückchen weiter hinten. Gut, kommt auf mich zu. Ab wann könnt ihr eigentlich schießen? Genau, wenn die der Senke sind. Weil erhöhte Position ist für Bogenschützen natürlich ein Vorteil. Ist nur die Frage, ich würde denken, die Bogenschützen tun erstmal, also eine meiner Bogenschützen greifen der ihre an. Obwohl der ihre sind nicht rüstungsdurchdringend. Ihr seid schwer gerüstet. Das ist eigentlich. Ach, schwer zu einzuschätzen. Wie seid ihr denn gerüstet? Zeig mal kurz her. Auch stark. Okay. Okay. Ich entscheide mich. Nein. Ich stelle jetzt wahrscheinlich blöd an, weil die dahinter stehen. Mal gucken. Oh, macht's. Okay. So. Ihr greift die an. Ihr greift die an. Ihr greift die an. Und mein General schicke ich dann einen Moment später hinterher. Okay. Das sollte reichen. Vielleicht gewinnen wir ja. Ja, da sieht man, wie stark so Generäle sind. Er hat gerade meine ja mit so einem Schlag quasi vernichtend zerschlagen. So, das war der Moment, wo ich pausieren darf. Ihr könnt nämlich eure Ziele nicht mehr treffen. Was mir ehrlich gesagt auch klar war. Darum. Boah. Ja. Wie erwartet. Moment. Nee, das war nicht erwartet. Ja, okay. Können wir laufen lassen. Das können wir nicht mehr retten. Der Kommandant ist einfach zu stark. Sei denn, ihr könnt den treffen. Ich glaub's allerdings nicht. Machen wir auf Zeitlupe, mal gucken. Oh, doch, es geht. Allerdings ist es wahrscheinlich schon zu spät. Schauen wir uns das mal an. Könnt doch nicht treffen. Ihr sollt doch mich nicht anlügen. Hab ich euch doch schon mal gesagt. Egal. Versuchen wir wenigstens eine Einheit zu klauen. Werden wir aber auch nicht schaffen. Ich will nicht sehen, wie meine abgeschlachtet werden. Ich gucke mal, wie eure abgeschlachtet werden, okay? Solange es noch geht. Gut, jetzt ist die Sache vorbei. Sind ja annehmbare Nahkampfspezialisten. Keine Ahnung. Rennt hier hin irgendwo. Oder hier hin.
Die könnt ihr vielleicht so mit ein bisschen Glück noch packen. Gut, Sache hat erledigt. Versuch was wert. Ach schade, wir konnten die nichts wegnehmen. Nichts Ernsthaftes. Da sieht man's. Alleine der Held hat schon 22 von meinen gekillt. Also ihr Anführer. Das war für mich auch nicht mehr schaffbar. Aber okay, ein Versuch war es wert gewesen. Hätte ja klappen können. Ja, und jetzt warten wir wieder und warten und warten. Irgendwie ist es komisch, wenn man verloren hat, dann nochmal warten zu müssen. Ist immer so unangenehm. Vor allem kann es ja eigentlich auch nicht so viel zu laden geben, ne? Na komm, Kumpel, jetzt mach hin. Wisst ihr was? Ich erspare euch die Ladezeit und sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ich warte das hier jetzt noch ganz brav ab und wir starten dann neuer Frische und schauen mal, ob wir uns rächen können. Tschüss!